NFL-Saison los. Heimspiel gegen Salzburg Bulls. Was sind die Erwartungen für das Spiel? Dass wir wirklich game ready kommen und dass wir in diesem Spiel das aufzeigen können, was wir momentan in der Lage sind. Wir werden uns natürlich entwickeln im Laufe der Saison hin. Wir werden schauen, dass wir die Fehler, die wir heute gemacht haben, versuchen jetzt einzuschränken und schauen, dass wir wirklich einen deutlichen Schritt nach vorne machen, auf beiden Seiten des Balls und auf Special Teams. Und vom Ergebnis her kann ich natürlich nichts sagen, aber wir versuchen wirklich, um das Spiel jetzt aufzuzwingen. Wir werden viel arbeiten nächste Woche und schauen, dass wir am Samstag um 17 Uhr eine gute Show präsentieren können. Coach, Vorschau auf die AFL-Saison. Die Dragons sind stärker geworden, alle anderen Teams auch. Was erwarten Sie sich? Ich erwarte wirklich eine Liga, die noch nie so gut war wie heuer. Auch mit dem Zulauf der Prague Panthers ist es jetzt für mich fast auf jeden Fall schon Big Five geworden, obwohl ich nicht einmal weiß, was Big Lions und die zwei neuen Teams in der Lage sind zu tun. Die schätze ich natürlich auch in einem gewissen Maß ein. Also die Liga ist wirklich so gut, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich selbst war ja Spieler und habe doch ein paar Jährchen gespielt, aber dass so viele Teams auf gleichem oder ähnlichem Niveau sind, das hat es nie gegeben und macht sicher für Zuschauer und für Fans, macht natürlich einen großen Anreiz, zum Spiel zu kommen. Ist eigentlich schon dann das Semifinale schon einmal, dass man sagt, das erste Ziel kann nur das Semifinale sein in so einer ausgeglichenen Liga? Na, wir wollen heuer auf jeden Fall alles gewinnen. Also das ist unser großes Ziel. Semifinale waren wir auch und natürlich ist es eine große Ehre, dort zu sein, aber wir wollen mehr. Wir wollen ins Finale kommen und wir wollen dort auch gewinnen. Das kann nur unser Ziel sein und demnach werden wir auch trainieren und werden uns auch vorbereiten dazu. Erstes Jahr in der EFL. Viele andere Teams sagen, die EFL ist einfacher zu gewinnen als die AFL. Teilen Sie die Meinung? Manchmal kommt mir auch dieser Gedanke, aber grundsätzlich ist die EFL ja auch mit gewissen Teams dabei, die auch höchstes europäisches Niveau sind. Ich glaube generell, dass ein paar Teams sich jetzt in der Qualität ja verbessert haben und es sind nicht nur noch die österreichischen Teams, sondern es sind ein paar ausgewählte Teams in Europa, die auch sehr gute Leistung bringen, ob es jetzt Berlin Adler sind oder andere Teams. Und ich glaube, das wird eine sehr competitive League. Wir spielen auch gegen Tonon, und das heißt, diesen Gegner kennen wir nur mittels eines ganz schlechten Videos und ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Wir werden schauen, dass wir uns am besten vorbereiten und das wird sicher ein ganz hartes Spiel. Coach, abschließende Frage. Was ist die Schlagzeile, die Sie gerne am Saisonende über die Danube Dragons in der Zeitung oder im Internet lesen wollen? Die müsste ich mir jetzt lange überlegen, aber ich würde mal sagen, das Team der Herzen hat den Meistertitel geholt.